Du hast alle schon Gesichter gerettet. Ja, mal wieder. Jetzt sind alle gerettet. Applaus, Applaus. Supi. Hat wirklich prima geklappt. Ohne euch wären wir sicher nicht wieder vereint worden, ihr Lieben. Oh, sie ist nicht mehr mit dem Team. Tja, du hast sicher noch ein paar Aufgaben vor dir. Bevor du gehst, sollten wir ein Versprechen einlösen. Schwesterherz, es geht los. Oh ja, yippie. Ein epischer Tanz. Wir tanzen alle mit. Wie geil. Geil. Das war geil. Hat mir gefallen. Oh, neuer Weg. Und da ist noch ein Level. What? Passt gut auf euch auf, ihr Lieben. Wir denken an euch. Seid jetzt diesen dunklen Fürsten. Alles klar. Viel Glück. Dankeschön. Schon süß, die drei. Los, keine Zeit verlieren. Hier geht's weg. Barsch. Mein Haus ist zerstopft. So, jetzt habe ich eine wichtige Frage an dich. Oh ja. Also dann, an wie vielen Tomaten sind wir bisher vorbeigegangen? Was? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ehrlich gesagt, ich auch nicht. Ich hoffe, das war die einzige Frage. Okay. Den ist wohl ziemlich langweilig. Wie kann ich denn langweilig sein? Kann ich denn langweilig sein, Mann? Ja, die beiden tanzen mit. Oder die drei, ich weiß gar nicht. Komm, zerstört sie! Mann. Jetzt Laser einsetzen wäre doch geil, oder? Komm schon. Nee, mach das hier lieber. Oh, er hat uns getroffen! Das erste Mal, dass es passiert ist. Nein, was ist los? No! No. Nicht gut. Nicht gut. Bam bam. Bam 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 bam. Was ist denn hier? Diese wunderschönen Wassertropfen. Daran kann ich mich einfach nicht satt sehen. Ich weiß, was du meinst. Okay, das reicht. Na, ich hab mich auch satt gesehen. Nice. Komm, nächstes Gebiet. Oh, das ist ein Brief erhalten. Ich soll wachen. Kein Fremder kommt nämlich vorbei. Das ist Elfen und sicher. Ja, ich hoffe, ich kann dir vertrauen. Ich hoffe. Schön noch Level 6 erreicht, ganz am Ende. Wenn du noch unbedingt mit mir Level 21 erreichen willst, dann komm. Dann komm. Mit dem Pferd bin ich am meisten levelt von allen Personen. Bam, bada, bada, bam. Bam! Best Freund Level 21. Wow! Toll. Will noch jemand was haben? Du willst doch unbedingt was haben? Löwenzahn-Outfit. War es bestimmt sehr dumm, das jetzt noch zu kaufen, aber okay, ich kauf's jetzt einfach mal. Es war bestimmt sehr dumm. Ich mag das Outfit. Das sieht schön aus. Ja, die Farbe ist, glaube ich, ziemlich egal, weil man sieht das Oberteil sowieso nicht. Ja, die Farbe ist schön. Ich mag das Outfit irgendwie. Oder so float. Halt so richtigen Flow. Egal. Komm, 1000 Münzen noch ins nächste Level mitbringen.
Kann schon nicht so schlecht sein. Hä? Das ist nur eine Abkürzung hier. Okay, nein. Es ist nicht nur eine Abkürzung nach hier unten, sondern hier ist das letzte Level vom Elfenreich. Und dann, Freunde, dann bin ich gespannt, wie es weitergeht. Wahrscheinlich wird wieder Party. Wir reden aber ganz viel. Mir reicht's. Dieselbe Landschaft den ganzen Tag lang. Guck da drauf in den Himmel. Stimmt, das könnte klappen. Aber irgendwann habe ich sicher auch genug davon, den Himmel anzustarren. Ach, keine Sorge. Bevor es passiert, wird dir eh der Nacken wehtun. Du bist echt eine große Hilfe. Tolle Freunde. Oh, wie viele von euch Bloinks sind denn hier? Weg mit euch! Alle weggesweept. Nein, leider leben sie noch. Bam, bam. Oh, erreichen wir noch die 950, bevor wir gehen? Nein, ich glaube nicht, aber... Wir sind trotzdem sehr nah dran. Bam, jetzt sind alle down. Weggesweept. Hm. Toller Galopp. Es wird dunkel. Ach komm schon. Langsam Zeit zum Schlafen. Jemand muss wach bleiben. Bleib du wach. Ja, ich bin soweit. Keine Zweifel. Hey, du. Ich wollte sehen, wie es dir geht. Jetzt setz mich mal dazu, ja? Wir reden den ganzen Tag lang. Und wir sind die ganze Nacht lang. Und freuen sich noch ein bisschen mehr an. Sehr enge Freunde. Toll. Nice. Noch ein Gegner, bevor es hier endet. Ach, dieses Spiel, Leute. Dieses Spiel. Was soll ich sagen? Bam. Zwei Gesichter fehlen noch für 950. Da! Ach, komm. Die erreichen wir noch in dieser Folge. Da bin ich mir sehr sicher. Da wären wir. Endlich. Direkt vor uns liegt. Der Vulkan mit der Burg des dunklen Fürsten Komati. Ich frage mich, was es mit dem dunklen Fürsten wirklich auf sich hat. Der muss ja wohl hier gelebt haben. Mann, dieser Vulkan. Ob es da wohl heiß sein wird? Nee, ist ja bloß ein Vulkan, weißt du. Bestimmt müssen wir schweißüberströmt gegen Monster kämpfen. Pfui, wie unangenehm. Vor einem Hitzeschlag sollte man sich auch in Acht nehmen. Auch das noch. Tja, da ist umso wichtiger, viel zu trinken. Stay hydrated, Leute. Weise gesprochen. In diesem Sinne, lasst uns heute Nacht ganz viel Wasser trinken. Prost! Anstoßen. Jugendfreies Wasser. Oh nein. Nein, jetzt aber nicht wieder das gleiche. Nein. Dein Ernst? Nochmal? Der denkt, der wäre voll lustig. Der Typ denkt, der wäre voll lustig. Leute, wo seid ihr? Na, nicht schon wieder. Hohoho, das war jetzt das dritte Mal, nicht wahr? Das muss man Komati lassen. Er ist konsequent. Deine neuen Freunde sind auch wieder weg. Sie sind sicher in seiner Burg. Die ist hier ganz in der Nähe. Dann breche ich sofort auf. Oh, er hat mir gar nichts. Stimmt, hohoho. Deine Klasse ist diesmal erhalten geblieben. Der dunkle Fürst konnte deine Kräfte nicht wegzaubern. Nice, wir machen ihn schwächer. Deine Reise scheint dich allgemein gestärkt zu haben. Ich bin sehr stolz auf dich. Na, danke. Und nun halt zur Burg des Dunkelfürsten, Mike. gibt's keine neuen Freunde für mich? Hallo? Pff, nein. Nein. Reicht. Kleine Mahlzeit können vielleicht nicht stören. Frosch, Saft, Sternchen, Sternchen. Eine Flasche hiervon reicht und du fühlst dich froschtastisch. Oder eher Frosch, bäh. Schade. Dann komm, Zahnpasta. Auf geht's. Nur du und ich. Ins letzte Gebiet. Vielleicht das letzte Gebiet. Vielleicht kommt da noch was. Aber es hört sich so an, wenn wir jetzt da sind, bei ihm zu Hause. Bei seinem neuen Zuhause. Nicht mehr hier unten, sondern da, in der Burg. Stell ich mir schon vor, dass das Finale sein könnte, ja.
Vor allem ist es auch so dunkel und so lavahaft. Es wirkt einfach wie ein Finale. Lass uns mal schauen. Wie wird sich Zahnpass hier leben? Im Flammenbergpfad. Sieht voll cool aus. Gut, die Lava ist halt nur so ein GIF. Mehr oder weniger so Pingé. Aber naja, ich freue mich schon aufs Abendessen. Das hat was hier. Jetzt sind schon wieder alle weg. Soll ich etwa ganz allein gegen den dunklen Fürsten kämpfen? Nein, 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 das kann ich nicht. Erst muss ich meine entführten Freunde wiederfinden. Meinst du, sie sind hier? Ah, diese friedliche Ruhe. Also kriegen wir keine neuen Teammates. Sailor Moon war die letzte anscheinend. Hä? Ein Magiekobold. Kennen wir dich nicht sogar schon? Hau mal ab, ja. Bye, bye. Bam. Ich bin ja immer noch Level 10 oder 11 oder so, ne? Ich bin ja immer noch eine Blume. Ja, tatsächlich. Ich bin gleich Level up. Schön. Oh. Fisch. Wieder zwei Wege. Ja. Was soll ich dazu sagen? Euchchen. Hammer ab, Euchchen. Oua. Oh, wie gesagt. Bam. Er lebt immer noch. Nö. Bam. Bye, bye. 950 sicher. Gesichter meine ich. Egal. Yeah. Dun, 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 dun. Pinguin Snack. Wow, es heißt einfach Pinguin Snack. Lol. Du hast jetzt 59 Leute gerettet. Mach das Horst mal wieder neu. Ja. Schatz, 260, 280 HP. Ruhezone jetzt noch viel ruhiger. Ho, ho, ho. Bei 1000 kriegst du was mega cooles. Okay, ich hoffe, du bleibst dabei beim Wort. Oh, das ist ein cooler Hintergrund hier. Wie kann man bei so einem Hintergrund schlafen? Wach auf! Mit Essen? Was haben wir denn zu essen? Pinguin sagt Sternchen, Sternchen. Pinguine verstecken die feinsten Happen unter ihren Flügeln. Ja, tatsächlich. Sehr lecker. Ein bisschen schneller. Cool. Auf geht's. Wir sind bei Level 12. Ja, ich muss halt nur jetzt das Level nochmal machen. Hier. Bevor ich mit Tingle reden kann. Deshalb. Bis gleich. Level up. Cool. Und hier ist wahrscheinlich jetzt noch eine Kiste, oder? Ja. Mit ein bisschen Essen. Okay, das war dann auch dieses Level hier. Gut. Tingle wollte mit uns ein Quiz machen. Dann machen wir das. Stimmt, während hier eigentlich nichts passiert, kann ich ja eigentlich mich hier zu Zahnpasta schicken. Und apropos Zahnpasta. Zahnpasta wird sich nun auch ändern. Wie in jedem Gebiet. Jetzt habe ich einen Schachtelhalm. Okay. Cool, I guess. So, wie wird Zahnpasta nun aussehen? So, das ist nun das neue Pferd. Tja, Schatten-Einhorn haben wir nun so eine Art Dämonenpferd. Warum? Weil, ist cool. Warum nicht? Genau. Dörrmumi, Sternchen, Sternchen, Dörrfleisch wie dieses stillt auch den monströsesten Heldenhunger. Schon? Ja, schon. Ja, kann sein, dass es vielleicht noch irgendwann in der Zukunft ändert, aber so wie es jetzt gerade ist, lasse ich's. Und ja, yeah. Den neuen Namen von dem Pferd sieht man noch nicht, aber ja. Naja, sieht man bestimmt noch gleich irgendwann. Dingle, lass ein Quiz machen. Okay, ich bin hier, du Kolimba. Heute testen wir, wie gut dein Gedächtnis wirklich ist. Mii-Parade. Okay, let's go. Du musst dir jede Menge Leute merken. Du hast nur eine Chance. Antwortest du richtig? Start. Achso, eine Frage nur. Okay. Monita, Villager, Mützi,
Professor Eich. Monita, Villager, Mützi, Professor Eich. Aber da kommt nicht noch mehr, oder? Nee. Turteltyp, Mützi. Kam vorbei. Richtig. Das war's? Ich dachte, da kommen jetzt drei Fragen hintereinander. War der da? War der da? War der ja nicht da? Wow, nur 5 Bananen, aber auch nur dafür. Okay. Warte, tschüss, Kolumba! Bye, Tingle. Guck mal, da oben ist jetzt einfach so ein Bowser-Kostüm. Tatsächlich habe ich Bowser bisher noch nicht als Amiibo. Deshalb kann ich Bowser leider noch nicht zeigen. Aber komm, wen kann ich denn zeigen? Lass mal sehen. Ich weiß nicht. I don't know. Ich glaube, ich habe schon die größten gezeigt. Ja, komm, lassen wir's. Mir fällt gar kein Amiibo ein, die ich zeigen kann. Wo ich mir hundertprozentig sicher bin, dass es ein Kostüm hat. Lassen wir's. Ich werde die sowieso nicht benutzen, also. Ja. Da sieht man das Pferd. Wie findet ihr es? Ich wollte halt so einen Dämon draus machen, aber es wollte nicht zu anders machen von allen anderen Pferden, die wir bisher hatten. Ein Skelett? Naja, Skelette kenne ich aber anders. Sehr interessantes Enemy-Design. Einfach zwei Beine, die so krumm an so einem Schädel dranhängen. Und dann zerfällt er. Nice. Ach ja, und das Pferd ist jetzt übrigens wieder männlich. Ich schaffe das! Oh, cool, eine Banane. Oh, Banane. Nice. Was war nochmal gleich mein Ziel? Ah, stimmt, ich wollte meine Freunde retten. Dann beeilen wir uns besser. Ah, oh, ihr beiden, haut mal ab, ja. Bam, bum, bum. Lebt noch? Oh. Ah, Blume ist vielleicht noch nicht so die beste Klasse für Attack. Ah, vor allem nicht, wenn ich ganz alleine bin. Ah, viel zu lustig. Viel zu lustig. Was? Nicht, wenn du alleine bist? Was? Was soll ich denn dann machen? Ja, ich habe verloren, oder was? Nee, oh, ja, automatisch. Okay. Seltsam. Flamitopia! Eine Kiste mit Spielschein. Ich habe so viele von den Spielscheinen. Die müsste ich mal irgendwann aussetzen. Irgendwas sticht mir in meinen Rücken. Und das ist leider nicht GF. Oh, jetzt sieht man den Namen des Pferds. Glaube ich. Pferdämon. Ja, so ein bisschen an Hundemon angespielt. Hundemon, Hundemon, wie auch immer. Ja. Oh, zweimal hintereinander. Nice, weil ich bin fast down. Bam! Schön. Bin leider fast down, aber jetzt schon das Ende. Gut. Wenn das hier wirklich das Finale ist, vielleicht das ja das größte Gebiet. Badabadabam. Besteste Freunde auf Level 22. Yay. Wunderschön, wunderbar. Knochenkeks. Kekse mag doch jeder, vor allem wenn sie lustig geformt sind. Ja, da sage ich ja zu. Pferdeausflug kann ich machen, wenn ich will. Aber komm, ich bin schon Level 22. Wir sind schon besteste Freunde, ich und mein Pferd. Angriff durch Nahrung um den Wert 25 oder mehr gesteigert. Cool. Blip. Wir können nun in diese komische Höhle rein. Und da hinten ist irgendwas. Seht ihr das? Da rechts? Was ist denn da? Ich erkenne das nicht. Ich habe keine Ahnung. Der heilige Iwata! Bunny! Igitt! Freddy! Frederik! Was? Was ist passiert? Du bist das. Iwata! Ich bin froh, dich hier zu treffen. Diese drei da sind Freunde von dir.
Ja. Diese Dachung gilt wie, nun ja, gesichtslose Hühner. Deshalb habe ich sie hier in Sicherheit gebracht. Oh, danke. Sind sie geflohen? Ihre Gesichter sind gewiss noch in der Nähe. Bist du bereit für eine Rettungsmission? Natürlich! Für meine Freunde tue ich alles! Exzellent! Dann erlaube mir, bei dieser Mission mitzuwirken. Der große weise Ivar hat sich dir angeschlossen, wie geil! Schön. Ich werde euch retten. Vertraut mir, ich rette euch. Mein Gott. Dieser Schurke Gomma HD. Oh, Ivar, sag mir, was du drauf hast. Bei diesem Goldploing. Oder bei den beiden. Oh oh, das könnte ein bisschen knifflig werden. Gegen zwei. Bäh. Warte, ich helfe dir, Blitz. Oh, ich mach sehr viel Damage. Na dann. Bäh. Nice. Haja. Bam, badabam, badabam. 1000 Gold. Kann ich sehr gut brauchen. Hat sich gelohnt. Komm, weiter geht's. Weiter geht's. Das ist wirklich spannend hier, finde ich. War nun ein Kämpfweg an deiner Seite. Oh, was für eine Erleichterung. Aber ich werde nicht meine ganze Kraft einsetzen. Oh, wieso nicht? Damit du auch noch was lernst. Du musst über dich hinauswachsen und noch stärker werden. Meine Rolle ist es nun, dabei über dich zu wachen. Er hat einen Punkt. Ich werde dir weiter zeigen, was ich drauf habe. Wow. Bei diesen Gegnern. Paarchen. Mach ich platt. Au. Was ich helfe dir. Oh, ich bin wach. Was war das, Iwata? Du Idiot, du bist im Kamm eingeschlafen. Sorry, er war so hypnotisch. Oh, hier könnte ich graben. Ja, mach. Okay. Nichts gefunden. Nochmal graben, okay. Immer noch nichts. Ah, da kann doch gar nichts sein. Doch. Okay, das hat sich nicht gelohnt. Für so wenig Geld hat sich das nicht gelohnt. Freisen zählt nur eins. Freundschaft. True, true. Drei Gegner. Komm schon, Iwata. Wir kriegen das zusammen hin. Ich sterbe langsam. Oh, 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 oh. Ah, streut die HP. Ich darf nicht down gehen. Bam. Geht noch. Aua. Man, nice. Wir sind ein gutes Teamwork. Ich und Iwata, wir sind ein sehr, sehr gutes Team, würde ich mal behaupten. Yeah. Und das war's hier. Das war's hier. Er steht da hinten so. Ja, und das ist so ziemlich das Ende der Folge, glaube ich. Weiß nicht, was ich jetzt noch machen sollte. Aber ja, wir sind hier nur am Gebiet endlich angekommen. Und in der nächsten Folge gibt es dann einen Bosskampf. Noch ein Quiz. Und noch mal ein bisschen Essen. Hier unten geht's zur Truhe. Hier geht's zu Tingel. Hier geht's noch mal zur Truhe. Und hier geht's weiter. Ist das da rechts die Burg? Vielleicht finden wir in der nächsten Folge schon heraus, wie wir unsere Freunde befreien können. Bleibt gespannt und bleibt beim nächsten Mal dabei bei Miitopia.